Willkommen zu einer tollen Folge von Roblox Dynamics Simulator. Ja, ich weiß, ich habe es schon mal aufgenommen. Aber ich will mal kurz testen, ob das irgendwie beliebt bei euch ist, weil, ja. Oh, mal kurz, das hat aber schon ein bisschen krass verlegt, das muss ich entgehen. Und wir werden dieses Mal ein Update zeigen. Mal kurz das ein bisschen leiser machen, das ist ein bisschen laut. So, ich hoffe mal, das hat man jetzt gut. Weil wir werden uns die neuen Schiffe angucken und ihr seht schon, der Berg hat es wirklich in sich. Sieht ein bisschen hässlich aus, aber ja. Okay, da wurde ich gerade wieder gestört, ganz schön. Und jetzt weiß ich nicht, ich glaube, das ist hier. Es gibt so ein. Da, Car Ferry. Da werden wir hin. Und es ist auch irgendwie hier so eine Aufzugbrücke geben. So. Car Ferry nehmen wir mal und das Ding ist so süß. Und man wird jetzt auch hinteleportiert, das ist auch ganz geil. So, man ist drin. Und wenn man sich dieses Teil gegen so richtig großen Wämser reinzieht, das ist unnormal. Aber ich finde diese Autos süß, die sind echt süß gemacht. So. Natürlich werde ich euch auch gleich die Fähre zeigen, weil die, also die normale Fähre, die es gibt, die hat sich auch brutal verändert. Also, gut gemacht. Ich suche mir kurz mal diese Zugbrücke, die ich im Thumbnail gesehen habe. Die finde ich sehr interessant. Wo die immer ist, scheint nicht hier zu sein. Oh, aber ganz anders, einfach anders. Wir springen ab. Gehen dann hier runter. Gehen hier durch. Und lassen uns einfach treiben. In dem tollen Wasser, was uns natürlich keine Pestizide gibt oder sowas. Nee. Also, ich höre jetzt mal. Also, ich zeige euch jetzt mal. Ich will so. Das ist jetzt nicht so ein. Ja, also, wie soll man es sagen? So. Nicht so ein. Ah, ich präsentiere euch gleich einmal das tolle Schiff. Was steht denn da? Ah, nicht anlegen. Warum auch bloß nicht? Also, wenn hier anlegen. Egal. Dann rennen wir mal, so ein bisschen schnell unterwegs sind. Aber nicht erschrecken, das letzte Video, ich habe es nicht vergessen, Dodgeball kommt noch. Ich versuche es immer so möglichst schnell hinzukriegen, weil nebenbei noch ein bisschen Pokémon sammeln. Von 16 bis ca. 18 Uhr, dann bin ich um 18 Uhr zurück. Ja, das ist ein bisschen stressig, aber es geht. So. Holen wir jetzt mal eine Passenger Ferry. So, ihr habt schon gerade gesehen, das Teil ist Bombe. Ich habe kurz hinterprobiert. So, aber jetzt präsentiere ich das erstmal. Sieht von außen ja ganz normal aus, aber ja gut, das müssen wir noch ein bisschen ja, fixen. Wie gehen wir am besten rein? Ich gehe mal von hinten rein. Das muss man eigentlich am besten sehen. Weil diese Fähre, die hat echt ein Bomben-Update bekommen. Die ist ein bisschen realistischer gemacht worden. Hier stehen noch keine Autos drin, warum, weiß auch nicht. Und ich hoffe mal, wir fahren jetzt mal rein. Ja, ihr seht schon, der rote Raum. Jetzt macht euch gefasst, das ist echt krass. Also das ist eigentlich soweit alles, was sich glaube ich verändert hat an der Fähre, weil ich auch mega nice finde.
Und wo geht's hier lang? Ja, hier geht's hier hoch. Also benutzen wir mal die Fähre. Und werde dann eine tolle Besichtigung machen mit der Fähre. Ich hoffe mal, wir finden dieses Teil da. Und ja, ich guck mal kurz, wie ungefähr, wo das in welcher Insel vielleicht sein könnte. So, ich habe eine kleine Vermutung, weil, Olaf, du brütze ich gerade. Weil, das ist eine Brücke und ich glaube, welche, ich weiß glaube ich schon, welche Brücke das sein könnte. Was? Ach, ernsthaft. Oh. Okay, die haben wir diese Person irgendwie nicht, also U-Boote sind da nicht so freundlich gegen. So, noch Controls, Horn, Lock, Able Sirens. Ich glaube, es geht nur beim U-Boot. Anscheinend nur. So, was meine Vermutung ist, was vielleicht sein könnte, wie wir da hinkommen. Wo sind wir jetzt? Da oben. Dass das dieser Teil hier sein könnte, würde für mich Sinn ergeben, weil da war es auch noch früher, wer weiß, noch eine Brücke und das ist schon, ja, heftig. Aber wir gehen natürlich den harten Weg. Wir fahren nicht diesmal wie beim letzten Mal stets gerade durch, nee, wir fahren hier lang, fahren hier durch, fahren durch dieses enge Gewässer, biegen hier ab und fahren da durch, ganz genau. So machen wir das. Und ja, ich muss schon echt sagen, das ist gut. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich mich auf den Kurs halten kann. Dann könnte ich auch versuchen, im Schiff zu bewegen. Okay, er fährt gerade, super. So. Ich glaube, jetzt muss er ticken, sonst fährt das Teil zu schnell. Also, ist angenehm. Kommen kurz auf die Karte. Gut, ja, ist das sauber. Okay, in der Zeit versuche ich mal euch noch was zu zeigen, was es hier so tolles noch in der Fähre gibt. Natürlich kann es sein, dass wir gleich dieses Boot nicht crashen. Ah, okay, ist ein bisschen schwierig. Oh, ich habe den Bojen vergessen. Hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. Wir werden es ja merken, ob wir kentern. Okay, ein leichter Zug ist noch hinter. Also ein starker Zug. Dass wir uns nicht direkt festhalten können, aber egal. Ah, diese Räume, die kennen wir, glaube ich, sind, glaube ich, großartig verändert, außer dass man sich da mal hinsetzen oder hinlegen, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist auch alles wie beim Alten geblieben. Ach ja, es gibt ja neue Items. Das habe ich voll vergessen. Ich würde mal sagen, gehen wir mal aufs obere Deck des Schiffes. Ich mache extra jetzt nicht run, sonst fetze ich mich irgendwie hier von welchem Schiff. Das ist wieder nicht gerade das Beste für die Aufnahme. Aber ich versuche mein Glück. Müssen doch hier durch. Hier geht's hoch, super. Würde mich ein bisschen erfreuen, wenn das eine richtige Treppe wäre. So, das erste, was wir haben, ist. Also, so ein. Nehmen wir das. Das ist die normale Flare. Dann haben wir eine Taschenlampe. Die ist, glaube ich, auch neu. Angel hatten wir schon. So eine allgemeine Lampe. Was das jetzt uns bringen soll, weiß ich jetzt auch nicht. Haben wir ja eine Taschenlampe, von daher. Ne, Angel hatten wir schon, glaube ich. Und jetzt hier. Das ist so ein Leuchtfeuer. Wenn wir sich noch umgucken. Und es wandert ganz langsam runter und fällt dann in die Tiefe des Ozeans. Und dann haben wir noch das tolle Boot, das haben wir auch ein bisschen geändert. Es sieht so aus. Okay. Okay, okay. Nein! Hätten wir jetzt, glaube ich, brauchen können. Ja gut, ich hole mal kurz ein neues Boot. So, da sind wir beim. Ja. Boot. Oh! Ah ja, stimmt. Da gab es auch noch ein neues Boot. Das habe ich nicht gefunden. Und es scheint das neue Boot zu sein. Was auch immer das darstellen soll. Obwohl, ich habe es ja gerade gelesen, aber war zu voll dafür. So. Lupe.
Boah. Geht. So, jetzt suchen wir mal kurz, wo diese Schneise ist. Da ist die Brücke. Aber durch diese Low-Grafik, welche jetzt ein bisschen höher macht, wird es natürlich wieder mal laggen. Aber kann Taser kann nur 30 Frames aufnehmen, oder? Ist das nicht die Brücke? Okay. Hä, welche Brücke ist das denn? Frames jetzt. Ja gut, der sieht da, es sind 17 Frames und das ist ein bisschen laggy. Jetzt geht's hoch, dann tue ich das Menü zieht auch noch ein bisschen. Oder auch nicht, also bei Contaser ist es wieder anders. Dann nehmen wir mal jetzt. Also ihr seht schon, jetzt zieht es mega. Machen wir auf 2. Ihr seht, das ist 30 Frames, das müsste eigentlich reichen. Okay, wir haben das Boot ordentlich versenkt. Jetzt weiß ich bloß nicht, wo diese Schneise sein könnte. Warte mal, ich hab. Wo könnte noch so eine Bootsschneise? 4 könnte es sein. Aber wo bin ich denn? Da unten, das könnte man ruhig noch toppen. Also dahin zu fahren. Es kann 4 sein, aber ich bin mir nicht sicher. Ah, es hat nur gejuckt. Ekelhaft. Dann tuckern wir mal dahin. Mit einem tollen Boot. Ja, also ich hoffe. Aber die Fähre ist ja noch unterwegs. Das heißt, sie müsste, wenn sie nicht irgendwie gecrashed wird, eigentlich auf uns zustoßen. Das ist mich mal gespannt. Ob die kommt, wenn die kommt. Geil. Echt geil. Ja, jetzt diesen tollen Berg, der ist mega gewachsen. Also, wer das gespielt hat oder falls eine Aufnahme gesehen hat, das Ding war kleiner. Ich weiß bloß nicht, wo ich gerade hier. Oh Gott, nicht schon wieder. Okay. Anstecken diese Folgen. Oh. Ja, das ist Alltag pur. Okay, da ist die Boje irgendwo. Da ist die Boje. Und wir. Okay, das Ding ist richtig lahmarschig, oder? 14,5. Ich bin ja hier der Schiffexperte und weiß jetzt nicht, wie viel 14,5 Knoten sind. Warte, man kann jetzt das spannender machen, indem wir einfach hier rum reinfahren. Oder wir gehen welche quer durch und fahren da durch. Aber was wir im Boot packen, ist die Frage. Weil das, glaube ich, ein bisschen zu groß ist für die Zugbrücke. Weil da war ja nur dieses kleine andere Boot drin. Also versuchen es einfach mal. So. Ist eigentlich ganz easy. Außer wenn du so mit Wellenbrechern damit durchschlingen willst, dann wird es ein bisschen eng. Aber es geht. Ich habe schon mal mit Julian ausprobiert. Das funktioniert alles easy. Locker easy. So, jetzt müssen wir uns da durchschlängeln. Na, was heißt jetzt durchschlängeln? Ist wohl einfach. Mal. Hier ein bisschen durch. Komm, wir ändern ein bisschen den Kurs. Hier so leicht durch. Ach ja. So ist das Leben als Seemann. Wenn man sein tolles Boot fährt. Eine ganze Fähre verliert natürlich. Ich will mal gleich mir einen Jetski suchen oder ein schnelles Boot und dann die Fähre mal aufsuchen. Das kann natürlich sein. Ah ja, geht ja nicht, scheiße, weil ich mich resettet. Und ich mich resette, das kann ich auch gleich zeigen. Geht das Boot mit kaputt, also so. Hätte ich mich nicht resetten sollen, aber das ist ja auch ein bisschen dumm, jetzt bis da zu den mir kurz ein Boot zu schnappen. Obwohl, wäre lustig gewesen. Das Boot war sehr leise, muss ich schon sagen. Es ist sehr leise. Gut, Gott sei Dank ist das Wetter clear. Clear skies. Wollt ihr Skies? Skies schreiben? Clears? Clear skies? Ist das die März oder so? Ich weiß nicht. Ist da jetzt die Zugbrücke? Ich sehe nichts. Das ist super. Scheint mir nicht. Oh doch, da ist die! Dieser kleine Fetzen da, wenn man den sehen kann. Ach du Scheiße, das wieder ganz tolles. Wieder reinzuwenden. Mal gespannt, wie die sich drehen, funktionieren lässt. Okay, so, ich muss meine Skills wieder, meine Boot-Skills wieder in der letzten Folge auch immer rausholen.
Es wird wieder knapp. Knapp, knapp. So, jetzt. Dreh doch. Ach, Ding ist viel zu schnell. Mal kurz. Hier kurz. Kannst du das nicht cheaten? Nee, nee. Ist normal. So. Drehen, 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 drehen. Vom Allgemeinen ist das Boot sehr geil gebaut. Also smooth gebaut. Das hat Animationen hier unten am meisten. Und ja, also hier auch gleich Gas gebe, ihr seht Animationen pur. Aber da guckt ja eh keiner drauf. Von daher, dieses Zugbrücke jetzt oben. Ich würde hier eine Zugbrücke fahren, nicht natürlich eine offene. Oder kann das vielleicht sein, weil ich schon früher da bin? Aber geht das ein bisschen höher? Und jetzt noch drei. Ja, so mittelmäßig. Ich hoffe, ich passe da durch. Das sieht sehr eng aus. Nicht, dass ich. Oh, das war ich nicht so näher. Oh Gott, schnell, mach hinne, mach hinne. Schnell voran. Los, schnell. Oh. Nein, das ist ein ekelhaften Bug wieder. Es gibt so einen ekelhaften Bug, dass man sich fest freest in dieser Ansicht. Also in dieser. Irgendwie in der komischen Ansicht, weiß auch nicht, wie ich das erklären kann. Oh, die Brücke geht runter. Oh oh. Das ist jetzt nicht, ich muss jetzt aufpassen. Uiuiui. Das kann was wieder werden. Ich hätte Schiffexperte natürlich. Meist so, welche Herausforderungen jeden Tag. Also mein Morgensgang, wie ich Pokémon sammeln will bei Pokémon Go, ist natürlich da durchzufahren. Oh, das kann jetzt schief gehen, das kann jetzt wirklich schief gehen. Ach du Scheiße, darum geht die Brücke hoch. Kann das sein, dass sie nur manchmal hochgeht? Okay, das sieht interessant aus. Also natürlich habe ich Magic Tricks, also ihr seht hier meine Magic Tricks sind hier am Start. Ich bin halt ein Zauberer, das schaffe ich heute. Wenn ich ein Zauberer bin, dann schaffe ich das auch mit der großen Seite kommen. Das kleine Ding, das können wir vergessen. Komm, das passt hier durch, easy. Bisschen schneller. Ja. Das von wegen Magic Tricks. Obwohl, ja, ich kann mich. Ja, Magic Tricks. Oh. Ich bin auf der Brücke. Easy, Magical Tricks. Also ich bin ein echter Gangster, wenn es um sowas geht. Also so, das mache ich auch im Real Life natürlich. Also ich will jetzt kein Boot, aber wenn ich im Real Life machen würde, würde ich das natürlich auch so machen. Oh! Boah, Alter, mir ist der schlecht. Scheiße! Auch nur Warning Damage, also wenn man durch eine halbe Brücke fährt, ist das nur Warning Damage, also jeder, der das Spiel spielt, macht das genau so, ihr kriegt nur ein bisschen Damage, aber das scheiß drauf. Guck mal, scheiß. Wenn ich doch so ein Gangster bin, dann scheiß doch bestimmt da durchzufahren. Komm. Ich krieg doch alles hier durchgebrochen. So. Geh durch. Okay, hat das anscheinend nicht funktioniert mit meinem Magical Trick. Ja, das Schiff ist am sinken. Und wie bin ich gerade da? Das ist. Ja, was ist denn? Ah! Wir kriegen es diesmal hin, das Schiff gerade nach unten zu senken, glaube ich. Nee, doch nicht. Obwohl, warte mal. Er dreht sich ja jetzt. Kann ich dann optischerweise gesehen mein Boot auf die andere Seite schwingen? Das ist uns mal. Auch wenn das ein bisschen länger wird durch die Folge, weil es schon 19 Minuten von mir, aber egal. Ah, es wird Nacht. Natürlich ist jetzt die Brücke hier offen. Also, ich komme überall durch. Das mache ich auch im Autoverkehr bei anderen Spielen. So, das hier einmal. Das hier, dann das hier, perfekt angewendet natürlich.
So, drauf hocken. Also so sind die Leute auch bei der Titanic aufs Boot gegangen. Das sieht sehr extrem aus, was ich da mache. Kommen das? Ah, hier die laute Fackel. Weg. In der Zeit angeln wir ein bisschen, komm. Ja, was soll ich denn sagen? Ich schaff's zu jeder Folge irgendwie das Boot unterzukriegen. Ich weiß jetzt nicht wieso, ich hab halt so einen Zwang, das Boot unterzukriegen. Soll ich auch schaffen, wenn dann ich dafür auch ein Boot. Ja, und das mit Doppelungs, super. Und es ist weg, noch geiler. Ne, das ist da oben. Ja, wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht, gebt einen Daumen nach oben. Und dann Dodgeball müsste ungefähr vielleicht morgen. Übermorgen, wer weiß, mit Nuren, wer weiß, vielleicht auch nicht. Und ich komme nicht vom Schiff runter. Oh, doch. Wie gesagt, gehen dann auch noch rum, wenn nicht, gehen dann noch rum. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Dodgeball Roblox Summer Games 2016. Und was dann noch folgt, vielleicht mein Projekt, die Top 10 wird natürlich danach kommen. Also Top 5, sorry, Top 5. Wenn danach kommen und ja. Wir sehen uns dann. Wenn es euch gefallen hat, dann noch. Ihr wisst schon alles und ciao.